Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge und ich glaube, das ist jetzt wieder eine Folge von denen, wo ich nach der letzten aufgenommen habe und deswegen dieser Anfang hier einfach anders aussieht, weil man sofort von da vorne hier hinkommt, weil es verkürzt worden ist, weil man ja diese komische Option genommen hat und das finde ich eigentlich ganz lustig, dass dieser Start dann doch mal ab und zu anders ist. WTF? Hallo? Ich hab's kaputt gemacht. Ja, super. Schön. Ja, ist ein Puttergang. Hallo? Okay. Dann hab ich wahrscheinlich ist nicht irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung, klicken wir alles an. Kann ich diese Tür zumachen? Ne, hier ist einfach Ende. Gut. Wohl denn? Spiel kaputt gemacht. Danke, danke, danke. Ich werde jetzt einfach aus Prinzip nochmal neu starten. Und dann sehen, dass es wieder normal ist. Oh, ganz lustig. Wer die letzte Folge verpasst hat und warum ich, warum eventuell diese Möglichkeit aufgetaucht ist, könnt ihr euch gerne angucken. Jetzt wird er erstmal wieder einen kleinen Satz labern. A soft wind blew outside and perhaps rain started. And if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Okay, das ist wieder ein anderer Satz am Anfang. Ich bin jetzt gerade ein bisschen skeptisch. Ja, es ist noch eine Folge, die ich ohne Idee und spontan spiele, da keiner, also da ich ein bisschen gerade Lust hatte auf Stanley Parable und so viele Ideen nicht in den Kommentaren standen. Stanley came to a set of two open doors. He entered the door on his left. Was können wir denn nehmen? Ich könnte euch eine zeigen, womit ich angefangen habe, aber die ist relativ kurz, da habe ich eigentlich gerade keine Lust drauf. Wenn ich links lang gehe, dann war die Tür, die auf der linken Seite auch war. Glaube ich. Die würde ich gerne mal entern. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Mal alle Türen hier anklicken. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Ja, ist schön, nicht? Jetzt soll ich den Raum auch wirklich mal, eigentlich mal angucken. Yes. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ich weiß nicht, ich wollte nochmal alles hier anklicken. Kaffee im Ohr und Kaffee. Erstmal Kaffee trinken. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Aber warum? Ich bin doch gar nicht so angenehm. Okay, ich lauf weiter. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Ah, aber da ist ein Weg nach unten. Den nehme ich jetzt. Weil der andere Weg ja wahrscheinlich nur wieder auf den normalen führt. Falls da könnte ja auch was sein, dass was anderes passiert, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich wollte jetzt einfach mal was. Das sicher scheint mir irgendwie ein bisschen interessanter. Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go from here it's left. Okay, dann nehmen wir doch halt die Tür. Oh no,
No, it's to the right, my mistake. Ah, okay. No, not the right. Ah. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Okay, ich warte. Hier in der Ecke. Raum überblicken kann. We went down right, left, down, left, right. Yep. Okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Der macht mir Angst, der Wagen. Das ist ja nicht der Weg, aber... Hallo? Ist da jemand? Oh, cool! No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Ah. Okay. We just have to get back to, I'm kidding. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. Okay, von Anfang an nochmal neu. Ja, das war eine relativ kurze Folge zwar jetzt, aber ich fand diesen Weg auch mal interessant. Spoiler-Alarm, muss ich ehrlich sagen. Falls man das noch nicht gesehen hat. Falls ihr wissen wollt, wozu diese Monitore da waren, die ihr gerade gesehen habt und es noch nicht wisst, schaut euch nochmal Folge 1 an. Also die erste Stanley-Parabel-Folge in der Wiedergabeliste. Die ich hoffentlich mittlerweile dann auch auf meine auf meine YouTube-Seite vorne irgendwo draufgepackt habe unter Singleplayer. Ja, falls ich das noch nicht getan habe, seht ihr sie unter Wiedergabelisten. Und falls ihr sie schon gesehen habt, dann vorfreudet euch einfach auf nächste Mal. Ja, genau, wo ihr für mich aber noch weiterhin Wege mir sagen könnt, die ich gehen soll. Und ja, denn ich glaube, ich habe noch nicht alle und vielleicht auch ein paar Gimmicks noch nicht gesehen. Fällt spontan so ein Atombombencode, wie man wie man den Nukleargedöns, was auch immer da, die Selbstzerstörung deaktiviert. Wäre auch noch interessant. Tür gegenüber vom Büro, Chefbüro, die Treppe könnt ihr runtergehen. Es sind noch einige Sachen zu tun. Und wenn ihr eine davon unbedingt sehen wollt, dann schreibt diese doch in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Aufnahme dann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, cheerio.